Wenn du 1 Kilo Teigmasse hast, dann kannst du ganz unterschiedliche Dinge damit machen. Du kannst ein Stockbrot beispielsweise anfertigen und das essen. Du kannst einen Pizzateig machen, ein Kuchentörtchen oder vielleicht Plätzchen. Du kannst diesen Teig auch mit verschiedenen Zutaten noch in die verschiedene Formen und die Geschmäcker bringen. Und genauso verhält es sich möglicherweise auch mit deiner Persönlichkeit. Also vielleicht entscheidest du selbst, was du aus deinem Genpool machst, was du tatsächlich aus deinen Fähigkeiten und mit deinem Charakter machen kannst. Letztendlich wird es möglicherweise so sein, dass du selbst die Verantwortung trägst, was aus deiner Persönlichkeit, aus deinem Teig schließlich geformt wird. Und in diesem Video zeige ich dir, wie du das machst, wie du also die Persönlichkeit werden kannst, die dann auch die Ziele erreicht hat, die du so sehr wünschst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich war nicht immer selbstständig oder Coach und Berater, sondern zunächst einfacher Angestellter, aufgewachsen in Berlin. Und ein Unternehmer zu werden oder ein guter Verkäufer zu werden, das war für mich unvorstellbar. Denn zunächst habe ich gearbeitet beim Finanzamt, bei der Bundeswehr und bei der Kriminalpolizei. Und erfolgreiche Unternehmer oder Verkäufer waren für mich fast schon Kriminelle. Das hat sich aber massiv geändert. Also meine Persönlichkeit hat sich in mehreren Phasen massiv geändert. Und ich darf dir deshalb nicht nur aus der Sicht eines Coaches oder psychologischen Beraters, sondern auch aus meiner eigenen Erfahrung und aus der Erfahrung von vielen hundert Unternehmern berichten, was tatsächlich funktioniert und was nicht. Widmen wir uns nun den ersten von insgesamt 3 Faktoren, wo ich glaube, dass sie deine Persönlichkeit massiv beeinflussen. Schon Goethe hat einst gesagt, sag mir, mit wem du gehst, also was dein Kontext ist, und ich sag dir, wer du bist. Und es gibt viele solcher Sprichworte. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Vögel im selben Gefieder, die fliegen auch im selben Schwarm. Das bedeutet also, dass dein Kontext eine massive Auswirkung, Einwirkung auf deine Persönlichkeit hat. Es gibt Psychologen und Coaches, die behaupten, dass du heute der Durchschnitt der wichtigsten 5 Personen bist, mit denen du dich in den letzten 6 Monaten umgeben hast. Das bedeutet also, Menschen um dich herum haben einen prägenden, einen formenden, einen verändernden Einfluss. Als mir das damals bewusst wurde, wurde mir sofort auch klar, dass ich 2 Entscheidungen treffen muss. Erstens ganz schnell raus aus den Kontexten, wo die Menschen waren, wie ich nie sein wollte. Ich habe also mir Checklisten und Fragelisten gemacht und habe die Menschen befragt, die am Ende der Karriereleiter bei der Bundeswehr oder bei der Polizei oder im Management waren. Denn das waren damals meine ersten Karriereziele. Das Zweite, was mir aber bewusst geworden ist, dass ich dann auch wieder rein muss in neue Netzwerke, nämlich wo die Menschen sind, wo ich mir vorgestellt habe, dass ich so sein möchte, weil sie auch die Ziele erreicht haben und die Werte verkörpern, die mir persönlich wichtig waren. Den zweiten wichtigen Faktor habe ich im dualen Studium in meiner Ausbildung zum Kriminalkommissar erlernen dürfen, nämlich den Faktor der selbst erfüllenden Prophezeiung. Wenn ich also zu mir sage, ich schaffe nichts, bin nichts und kann nichts, nun, dann hört mein inneres Ohr immer mit, schreibt mit und entwickelt dann ein Selbstbewusstsein dazu, dass ich das tatsächlich nicht kann. Und wird dann auch Wege finden, mich selbst davon zu überzeugen, dass ich das wirklich nicht kann oder einfach mir nicht die Energie zur Verfügung stellen, dass ich mich jemals diesen Aufgaben widme, um wirklich festzustellen, ob ich dieses oder jedes kann. Und von Sigmund Freud haben wir gehört, dass unser Unterbewusstsein so ähnlich wie ein großer Speicher unterhalb einer Dusche funktioniert. Das heißt also, jeden Tag werden wir geduscht mit Worten von außen und Gedanken von innen und die fließen scheinbar alle durch den Abfluss ab. Aber unter der Duschtasse ist ein riesiger Behälter, das sogenannte Unterbewusstsein, und dort wird alles gespeichert. Und mein Problem war, dass ich ja in diesem großen Speicher im Unterbewusstsein gar nicht wusste und unterscheiden konnte, was schon alles dort abgespeichert war. Ich habe mich also auf eine Reise begeben, alles, was ich dachte, was ich glaubte über mich selbst, in Frage zu stellen, also hier den Abfluss aufzumachen und einmal alles rauszulassen. Und das ist natürlich, je älter du bist, um einen so längerer Weg. Dich mit anderen Menschen, Mentoren und Coaches auf Training und Seminaren systematisch sich mit dir selbst auseinanderzusetzen.
Du wirst also nicht drum herum kommen, dass du mit anderen Menschen, denen du vertraust, über dich selbst zu sprechen, die dir dabei helfen, dich selbst zu reflektieren und deine Gedanken über dich selbst auf den Prüfstand zu stellen. Beachte dich einfach wie ein Mensch, der möglicherweise infiziert ist von einer Asien- oder Afrika-Reise zurückkommt und sich irgendetwas eingefangen hat. Das Problem ist meistens in den Krankenhäusern, dass sie gar nicht wissen, was genau der Erreger ist. Du kommst also eine Quarantänestation. Und wenn du mit deiner Persönlichkeit nicht zufrieden bist oder sie dich dabei nicht unterstützt, die Ziele zu erreichen, dann wirst du wahrscheinlich dich auch neuronal infiziert haben. Du wirst also Gedanken von deinen Eltern, von deinem Umfeld, deinen Nachbarn, deinen Lehrern, deinen Schülern, deinen Kollegen, deinen Chefs, von deiner Kultur übernommen haben, die dich bisher zu einer Persönlichkeit haben werden lassen, wie du heute bist. Nur wenn du nicht deine Ziele bisher erreicht hast oder mit deiner Persönlichkeit nicht zufrieden bist, dann hast du wahrscheinlich eine Masse von Infektionen eingesammelt. Und die gilt es zu identifizieren und zu beseitigen. Am besten ist, davon auszugehen, alles ist infiziert, alles zu überprüfen und das Gute reinzulassen. Der dritte Faktor ist relativ neu in der Wissenschaft und wird auch erst mehr und mehr untersucht. Aber die ersten Ergebnisse sind massiv und auch wichtig für deine Persönlichkeit. Und zwar wurde in einer Schule untersucht, wie sich die Erwartungshaltung von Lehrern gegenüber den Schülern auswirkt. Bei einer ersten Klasse wurde dem Lehrer mitgeteilt, dass die Braunäugigen und Braunhaarigen sehr dumm sind, schlecht lernen können, währenddessen die Blauäugigen und Blonden eher gut lernen und intelligenter sind. Nach einer gewissen Zeit, einigen Monaten, wurde dann die Leistung der Schüler gemessen. Und tatsächlich waren die Blauäugigen und die Blonden wesentlich besser von den Noten und schulischen Leistungen als die andere Gruppe. In einer anderen Klasse wurde der gleiche Versuch gemacht, nur genau andersrum. Dem Lehrer wurde mitgeteilt, dass die Braunäugigen und Braunhaarigen wesentlich intelligenter sind als die Blauäugigen und Blonden. Auch diese Klasse wurde einige Monate dann in der Schule ausgebildet und danach die Ergebnisse gemessen. Und das Interessante ist, dass hier das Ergebnis genau umgekehrt war. Das bedeutet also, dass die Braunäugigen und die Braunhaarigen wesentlich bessere Noten und Ergebnisse lieferten als die andere Gruppe der Blonden und Blauäugigen. Was ist hier nun passiert? Man hat festgestellt, dass sich Menschen nicht nur danach entrichten, was sie selbst von sich denken, also ihre selbsterfüllende Prophezeiung, sondern vielmehr ist auch wichtig, was die Menschen um uns herum von uns erwarten. Und deshalb heißt hier auch FEP die fremdbilderfüllende Prophezeiung. Wenn du also nach Hause kommst und deine Mutter oder Lebenspartner sagt dir, du bist also ein Versager, aus dir wird nichts und aus dir wird auch nie jemand werden, dann hast du eine fremdbilderwartende oder fremdbilderfüllende Prophezeiung und dein Unterbewusstsein gehört genau zu, was diese Menschen um dich herum sagen. Und wenn du dich dagegen nicht wehrst oder diese Erwartungshaltenden austauscht, dann wirst du sehr wahrscheinlich auch wieder in diesen Kontext sich hinein entwickeln. Wie du also siehst, spielen die Mitmenschen um dich herum eine große Rolle. Auch bei der selbsterfüllenden Prophezeiung hat man festgestellt, wenn ein Fünfjähriger beim Klauen erwischt wird und der Kaufhausdetektiv und die Kassiererin sehen ihn und sagen, du bist ein Dieb, dann wird er von der Polizei abgeholt, die sagt, oh, so klein und schon ein Dieb. Und dann wird er nächsten Tag in den Hort und in die Schule gebracht, vielleicht mit dem Polizeiauto und dem Lehrer noch mitgeteilt, dass der geklaut hat und ein Dieb ist. Und er spricht sich in der Schule rum und alle zeigen mit ihm auf dem Finger und sagen, das ist übrigens der Dieb der Schule. Nun, da wird Klein Kläuschen verstanden haben, was seine Berufswahl in der Zukunft sein wird. Bis zu seinem jetzigen Lebensjahr war er sich unsicher. Jetzt weiß er aber, was er wird, nämlich ein Dieb. Das heißt, überall, sowohl in dieser Prägephase der letzten 6 Monate deines Umfelds, als auch bei der Entwicklung deiner selbsterfüllenden Prophezeiung plus die fremdbilderfüllenden Prophezeiung, also die Erwartungshaltung deines Kontextes, deines Umfelds, wird sich massiv auf deine Persönlichkeit auswirken. Zusammengefasst also ist es hier gar nicht mal so wichtig, was du alles vom Spiegel für tolle Geschichten über dich selbst erzählst, welche Zielsetzungen du noch hast oder welche Bücher du liest und Seminare du besuchst. Viel wichtiger ist, was dein dauerhaftes Umfeld, dein Kontext, deine Zugehörigkeit für Menschen beinhaltet. Und hier liegt gleichzeitig auch die größte Chance, auch wenn du es nicht glaubst. Alle Menschen, die um dich herum sind, bis vielleicht auf deine Eltern, hast du dir ausgesucht. Du hast dich eines Tages für sie entschieden, kannst dich aber wieder gegen sie entscheiden.
Und die Entscheidung liegt nun bei dir, selbst alles auf den Prüfstand zu stellen, deine gesamten Kontexte und dich selbst zu fragen, ob du bereit bist, dein Umfeld zu verändern, systematisch auszutauschen und dir die Menschen in dein Umfeld zu ziehen, die an dich glauben, die dich fördern, die dich unterstützen und die vor allen Dingen zum Teil oder vollständig auch dort sind, wo du selbst sein möchtest. Es wird natürlich einiges gegen dich auflehnen. Darfst du das überhaupt? Oder soziale Ängste, bin ich dann alleine, werde ich überhaupt jemanden treffen? Oder werden mich die anderen, wo ich sein will, im neuen Kontext überhaupt aufnehmen, mich unwürdiges Element? Und ich lade dich ein, das alles zu überprüfen, das herauszufinden. Ich persönlich habe mehrmals meine Gesellschaften, Schichten und Zugehörigkeiten gewechselt. Es gab Zeiten, da habe ich viele Bundeswehrsoldaten und auch Kriminalpolizisten in meinem Umfeld gehabt. Heute habe ich keinen mehr. Habe ich es überlebt? Bin ich ein schlechter Mensch? Natürlich nicht. Ich bin aber auch kein besserer Mensch, sondern eine andere Persönlichkeit. Also finde selbst heraus, wo du persönlich hin willst, hingehörst, wo deine Ziele, deine Berufung ist und dann such dir ab heute schon die Menschen aus, die dort sind und bewirb dich dort, werde Mitglied, mach dich nützlich, bring dich ein, diene anderen Menschen, diene auch den Menschen, die dort schon sind und du wirst feststellen, dass die dankbar sind, wenn sich Menschen tatsächlich dann auf den Weg machen. Denn tatsächlich, die wenigsten Menschen wachen eines Tages auf und erkennen, dass sie ihren persönlichen Teig, also ihre Persönlichkeit, verformen können, dass sie das mitbestimmen können, ob ein Kuchen, eine Pizza oder ein Nudelteig draus wird. Und genauso liegt auch heute die Entscheidung bei dir, welche Art von Persönlichkeit du werden willst. Alles ist möglich, dem, der da glaubt, aber dem Glaube darf dann tatsächlich auch das Handeln führen, damit die Werke sichtbar werden und das Ergebnis ist dann deine transformierte Persönlichkeit, die andere Charakterelemente, andere Fähigkeiten und andere Früchte sichtbar für alle trägt. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann habe ich die gute Nachricht, dass wir bei der X-Group nicht nur Unternehmensberater haben, Steuerberater und Rechtsanwälte, sondern auch viele Coaches und Mentoren. Und die begleiten dich gerne auch auf dem persönlichen Weg. In der Regel bieten wir auch Persönlichkeitstests an, die tatsächlich sichtbar machen, welche Kompetenzen und Interessen und Bedürfnisse du tatsächlich hast. Und dann helfen wir dir dabei, das auch ins Bewusstsein zu heben, also dein Selbstbild auch so zu transformieren, dass du deiner Stärken bewusst wirst, um dann auch stärkenorientiert zu handeln. Der nächste Schritt ist relativ simpel, ein Team um dich herum aufzubauen, das alle wesentlichen Stärken zur erfolgreichen Entwicklung deines Unternehmens abgebildet sind. Also buche jetzt dein kostenfreies Erstgespräch, entweder für Beratung oder Coaching oder für eine Persönlichkeitsanalyse nach dem Birkmann-Instrument. Den Link dazu findest du unterhalb des Videos. Und bitte vergiss nicht, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu betätigen. Dann wirst du auch weiterhin über unsere Leistung informiert. Und ich wünsche dir nun viel Erfolg, dass dein Teig, deine Persönlichkeit in dieser relativ schmalen Zeitspanne von 100, 120 Jahren auf der Erde letztendlich das Ergebnis auch erreicht, was du dir wünschst. Vielleicht findest du deine Berufung und findest viele Menschen, die eine ähnliche Berufung haben. Dann wird auch deine Arbeit nicht mehr zur Last, sondern eine Freude, weil du mit gemeinsamen Weggefährten und Gleichgesinnten dich dann auf ein Ziel hinzubewegst, wo alle freiwillig hinwollen. Und das macht viel mehr Spaß, als im Zwang und Knast in einem falschen Platz mit falschen Menschen umgeben, seine Frondienste gefühlt leisten zu müssen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.